Ich bin jetzt gerade am Marxplatz in Traunstein. Traditionell sind am Silvestertag oder am Tag davor jetzt die Kaminkehrer da gesehen. Glück bringen. Und so schaut man dann nach dem Zusammentreffen mit einem Kaminkehrer aus. Und das Lehm nicht vergessen. Weil was hilft die beste Vorbereitung, wenn man sein Leben nicht genießen kann? Heute vor einem Jahr, da hat es den Kanal noch gar nicht gegeben. Alles, was ich von YouTube gewusst habe, ist, dass man da Videos zu allen möglichen Themen anschauen kann, dass jeder da Videos hochladen darf. Ja. Ich habe mir dann bestimmte Videos angeschaut, die mich interessiert haben. Auch von Leuten so in meinem Alter. Weil man denkt, aha, das machen also nicht bloß Jüngere. Und habe mir dann gedacht, vielleicht kannst du das. Ah! Angefangen habe ich mit einem ganz billigen Handy. Mit dem mache ich übrigens jetzt immer noch meine Videoaufnahmen. Wie man ein Video bearbeitet, geschweige denn schneidet, davon habe ich überhaupt keine Ahnung gehabt. Ich habe einfach mal gemacht. Irgendwie habe ich mir gedacht, wenn die das können, kann ich das auch. Bekannte hat dann zu mir gesagt, YouTube-Channel, du, ja kannst du das überhaupt? Dann habe ich gesagt, nein, aber es wird so sein, wie mit allem, man kann es ja lernen. Ja, und so habe ich die ersten Schritte gemacht. Am Anfang habe ich es gerade einmal hingekriegt, dass ich mich selber aufzeichne. Wenn ich mich versprochen habe, dann musste ich es wiederholen. Weil, wie man was ausschneidet, wusste ich nicht. Ein Konzept, wo es hingehen soll, habe ich nicht gehabt. Ich habe einfach mal gemacht. Es hat mir Spaß gemacht und das war für mich der entscheidende Punkt. Dass es jetzt 600 Follower fast schon sind, denen mein Kanal gefällt und der Kanal wächst ständig und es werden ja immer mehr, das freut mich wahnsinnig. Das hat mich total überrascht, weil ich mir gedacht habe, es kann ja auch sein, dass kein Mensch sich dafür interessiert, was ich mache, was ich tue. Also ich habe dann Videos gemacht vom Wandern, vom Kochen, alles Mögliche. Einfach was mir gerade in den Sinn gekommen ist, das habe ich ausprobiert. Und mit jedem Video habe ich auch dazu gelernt. Zum Beispiel, wie man schneidet, dass das durchaus eine Riesenarbeit ist, weil dieser Video mal so flüssig rüberkommt, da hast du 100 und so rausgeschnitten. Das ist einem so als Konsument, glaube ich, oft gar nicht bewusst. Hin und wieder war es dann schon so, dass ich auch die Schattenseiten kennenlernen musste. Also Leute, die halt einfach das Internet streifen, wie so ein einsamer Wolf und es vermutlich auch sind. Und die an nichts und niemand ein gutes Haar lassen. Ich denke mir dann immer, ja, warum schaust du dann meine Videos so, wenn es alles so scheiße ist und so, dann geh doch, ich bin ja auf die nicht angewiesen. Das ist einerseits das Gute, dass ich nur so klar bin, dass ich es mir erlauben kann, dass ich sage und tue, was immer ich will. Also wenn mir jemand Black kommt, schmeiß ihn raus. Und muss jetzt mich da nicht nach meinen Follower richten. Das wollte ich auch von Anfang an nicht. Ich möchte verschiedene Videos machen zu allen Themen, die mich halt gerade im Moment beschäftigen. Manche wollen nur Kochvideos sehen, manche nur vom Wandern und sind dann auch weg, wenn ich mal was anderes mache, aber damit kann ich und muss ich leben. Manche haben vielleicht ein wenig soziale Kontakte und haben deswegen nur am Kritisieren und am Geschafteln. Ja. Mir ist immer wichtig, dass da die Balance ist. Mein Kanal heißt ja auch einfach Leben. Und genau um das geht es mir, dass ich zwar schon Videos mache, zum Beispiel zum Thema Krisenvorsorge oder Putztipps und so weiter. Aber es geht mir nicht nur darum, sondern in erster Linie, dass ich das Leben führen darf,
und das Glück habe ich, das mir gefällt. Ich freue mich, dass ich es geschafft habe, mich nicht verbirgen zu lassen, dass ich blind bin, wie ich bin, dass ich weiterhin bayerisch rede. Ich habe es einmal versucht mit Hochdeutsch, aber Katastrophe. Das hört sich einfach bei mir, es ist nicht echt. Ja? Dann kann ich halt leider, wenn jemand sagt, boah, sorry, aber ihr bayerisch verstehe ich überhaupt nicht, da kann ich jetzt auch nichts machen, ist halt so. Ich kann nur ich selber sein. Und offensichtlich gefällt das ein paar Menschen und an euch schicke ich jetzt ganz, ganz liebe Grüße. Ich wünsche euch einen super guten Rutsch ins neue Jahr. Ich freue mich schon auf neue Videos, neue Projekte bei den netten Leuten. Da freue ich mich einfach, wenn sie mich weiter begleiten. Und diejenigen, die ja sowieso nur zum Stänkern da sind, goodbye. Die brauche ich nicht. Mein Kanal wächst langsam, aber stetig und das gefreut mich und das reicht mir auch. Und ich denke mir, es ist gerade in der heutigen Zeit echt wichtig, dass du echt bist, dass du authentisch bist. Es gibt immer Schönere und Gescheiterne und Leute, die zu bestimmten Themen viel, viel mehr wissen als ich. Ja, aber wichtig ist doch, dass ich das mache, was mir Spaß macht, du Spaß hast beim Zuschauen und ich lerne ja auch ständig dazu. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Für dich! Jetzt gleich noch das, was ich normal rausschneide. Klingt so saumassig. Dass das durchaus Arbeit. Lalalala. Dass das durchaus Arbeit ist. Dass das durchaus Arbeit ist. Das ist ein Video. Bis ein Video mal so flüssig rüber. La 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 la. Bis ein Video. Bis ein Video mal so flüssig rüberkommt. Und das ist doch das Entscheidende. Habe ich vorher einen Brüllen aufgehabt.